Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ja, es ist 2020 und der Boss macht ein neues Video. Wen wundert es auch und wen erfreut es vor allem? Erzählt euren Freunden davon, erzählt euren Müttern davon, eurer Familie, euren Brüdern, jedem. Der Boss ist wieder am Start. Jeder wird sich darüber freuen, glaubt mir. Und ja, 2020 und der Boss macht ein Video. Warum? Viele haben mir geschrieben, hey, mach doch mal wieder ein Video, wir würden uns freuen. Im PlayStation Network, habe letztens mal wieder ein bisschen Warzone gezockt, bin da auch relativ gut drin, also wenn ihr Bock auf Videos von Warzone hättet oder Cold War, wäre ich da eventuell auch für zu haben. Eventuell auch im Thema Livestreaming bin ich bald am Start, muss ich mal gucken, wie ich Bock habe, wie ihr Bock habt, ob wir das durchsetzen können. Und ja, heute geht es aber um was ganz anderes, und zwar, ich sag mal so, wie hat EMPIO, der Boss, angefangen? Wie ist das Ganze entstanden? Und zwar ist das Ganze durch Danny Burnage entstanden. Und ich denke mal, viele von euch werden es wissen. Vielleicht auch ein paar nicht, vielleicht weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir uns das Video heute mal anschauen, wie ich quasi entdeckt wurde. Und eventuell droppe ich auch ein bisschen Background-Informationen, weil ich sag mal so, wie das Ganze im Video dargestellt wird oder wie das gesagt wird, so ist es auf jeden Fall nicht. Und das werden wir heute mal ein bisschen auflösen. Ich würde mal sagen, ich setze mir hier gleich mal meine Kopfhörer auf, damit ich hier auch das Ganze tontechnisch verfolgen kann. Wir können ja eventuell erstmal anfangen, hier ein bisschen die Kommentare zu lesen, meine Freunde. Ist ja vielleicht interessant für den einen oder anderen. Und zwar schreibt hier der Nightrunner 1998. MP sagt, dass Danny keine Freunde hat. Und was sagt Danny? Oh, ich habe 50.000 Abos. Ja, ich sag mal so. Ich war auf jeden Fall schon immer sehr wortgewandt. Und Danny Burnage nur ein kleiner Hans. Moiskid Junior hat hier schon gemeint, dass Empio das alles sehr sarkastisch meint. Ja, eventuell nicht alles Moiskid Junior, aber das ein oder andere bestimmt. Und hier sieht man auch, dass Empio Danny ziemlich verarscht hat. Aber das Ganze werden wir uns jetzt eben mal anschauen und gucken, ob das auch wirklich so ist. Qualität, na, hat der gute Mann hier nur 720p zu liefern. Relativ schwach, aber gucken wir mal rein. Paragraph 5721. Ziehen wir die bei der Shisha. Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Kurzer Einwand. Stimmt nicht. Also, stimmt nicht. Hier sieht man auch am 14.12.2012 war das Ganze, also ungefähr vor 8 Jahren, was ja auch relativ interessant ist. Gucken wir mal. Oh mein Gott, du. Was soll das, Alter? Was killst du einfach so EMPIO, den Boss? Ey, MPIO! Da hat schon angefangen, EMPIO, den Boss. Und zwar erstmal kleine Background-Informationen. Ich habe hier ganz entspannt mit meinem Kollegen Russian Standard, der gute Edi, und Bam Freeze, Kollege Freeze, Suchen und Zerstören gespielt, ganz normal. Black Ops 2 damals, wir haben es alle gespielt, Suchen und Zerstören, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich gesehen, dass Snickers Eis bei uns in der Lobby ist. Ich damals natürlich schon ein sehr aktiver Hase, auch auf YouTube, habe mir den einen oder anderen Mann angeguckt. Leider auch ab und zu mal Danny Burnage, wenn es empfohlen wurde. Hab mich eher über ihn lustig gemacht, als seine Videos zu feiern. Aber ich habe ihn auf jeden Fall gekannt und wusste, was er für Videos macht und habe quasi die Chance genutzt, meine Freunde. Und dieses EMPW, der Boss, hat quasi schon den Trigger ausgelöst, dass der Mann auf mich aufmerksam wird. War einfacher als gedacht. Aber hören wir mal weiter. Mohammed, MPO, der Boss. MPO, ja, du Loser, du bist ziemlich schlecht, Alter. Was schlecht, Alter? Ich fick dich weg, okay? Laber hier nicht. Du bist schlecht, Alter. Kennst du mich überhaupt? Du bist weißt so du überhaupt, schlecht. Wer ich bin, Alter? Ja. Hier nochmal eine kleine Background-Information. Ich war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt deutlich besser als Danny Burnage. Hundertprozentig. Dass ich jetzt sage, ob er weiß, wer ich bin, liegt auch daran, weil ich damals schon eine große, ich sag mal, Rotlichtgröße in Offenbach war, wo ich auch gelebt habe. Deswegen war ich sehr bekannt, hat mich gewundert, dass der Mann mich überhaupt nicht kennt. Ja, du bist der Boss, Junge. Laber nicht voll. Na, der Boss, das stimmt. Ich laber mir nicht voll, okay? Du bist es schlecht, Alter. Ja, ist nicht. Ja, das war ja scheiße, er hätte ja, ihn killen sollen. Da habe ich ihn getötet. Ja, gut, egal. Ey, du kleiner Bastard, Alter. Du bist so schlecht, Alter. Du bist so schlecht, Alter. Schlecht, Junge. Schau dich doch mal an, du hast 0 zu 2. Ich hab dich gerade weggeknifed, Alter. Ja, weggeknifed, das ist ja voll skillig, Alter. Okay, komm, ich lade dich im privaten Chat ein. Dann können wir. Weggeknifed habe ich übrigens auch den ein oder anderen Kollegen schon auf der Street. Also deswegen war ich da immer schon sehr bewandert, auch im Spiel. Eben, weil, ja, sonst, wenn du stirbst, dann. Ja, wie immer. Wenn du stirbst, wie immer, dann, ja, können wir nicht sehen. Jetzt lass ich mich beleidigen. Oh, MPO. Was ist überhaupt dein Problem? Was ist überhaupt dein Problem? Ich will nur sagen, dass du extrem schlecht bist. Was ist überhaupt dein Problem, Junge? Ich bin hier der Beste in der Lobby. Und was bist du? Du bist der Beste.
nochmal hier kurz zurückfassend. Ich wusste ja von dem Video schon, dass Danny Burnage nicht sehr eloquent ist und wusste, dass ich durch meine Art auf jeden Fall, ja, ihn dominieren werde. Und das Ganze werden wir jetzt in den nächsten Abschnitt sehen. Du bist der Beste. Ja, ich bin auch der Beste. Schau dich mal an, Junge. Du hast 0 zu 2, du hast 25 Punkte. Was willst du von mir? Bitte mach was noch so einen schon, Witz. Alter? Bitte mach noch so einen Witz. Du bist der Beste. Dein ganzes Leben ist ein Witz, okay? Laber mich hier nicht voll, Mann. Du bist der Beste. Ja, ich bin auch der. Ich fick deine ganze Generation, okay? Du bist der Beste, ist klar. Ja, laber nicht, Alter. Lach dich über dich selber. Hast du in den Spiegel geguckt, ey, 4 zu 2. Das ist halt deine erste positive KD, die du jemals bekommen hast. Du bist jetzt immer negativ. Ich hier mit einer Hand, okay? Die andere Hand ist ja, dass mein Penis beschäftigt, also laber mir nicht voll, Mann. Ich hab... Da nochmal rückgreift, ich habe wirklich nur mit einer Hand gespielt. Mittlerweile geht es nicht mehr, weil wenn ich meinen Penis, ich sag mal, beschäftigen möchte, brauche ich mindestens zwei Hände, weil er halt eben so groß ist. Aber damals, da war ich noch sehr jung, deswegen, er ist noch ein bisschen gewachsen zu dem Zeitpunkt. Aber er war damals auch schon sehr, sehr groß. Ich hab grad gesehen, ne? Ich hab grad ein paar Spiele von dir gesehen. Und naja, er ist... Du bist ja ziemlich schlecht, ne? Kann das sein? Und du campst auch sehr viel rum, das muss man auch sagen. Du meine letzten Spiele, Junge, weißt du was? Meine letzten Spiele waren alle 100 plus, also laber mir nicht voll. Hat wahrscheinlich gestimmt. Naja, ich muss sagen, du bist wirklich ein extremer Camper. Und ich bitte dich, dass du unterlassen. Du bist guck mal, die Ecke, ne? Ich weiß, du magst die Ecke, ne? Aber bitte geh aus der Ecke raus einfach, ja? Was für Ecke, Junge? Ich mag dich halt. Ich klatsch dich weg, okay? Laber noch einmal sowas über mein... Ja, ich klatsch dich weg. Was soll ich noch einmal labern? Irgendwas über mein Skill-Level. Weißt du was? Mein Skill-Level, dein Skill-Level ist sehr, high, sehr niedrig. Higher wie die Airways, okay? Also laber mir nicht voll. Dein Skill-Level ist sehr, sehr niedrig. Nein, Mann. Higher als Airways. Also laber nicht, Mann. Bist hier so ein scheiß Random, der hier in die Lobby kommt, meint hier auf dicke Hose zu machen mit 0 zu 2, was ziemlich lappenhaft ist, okay? Dein Skill-Level... Hier so, boah. Dein Skill-Level ist ziemlich niedrig. Dein ganzes Skill ist niedrig, Alter. Guck dich doch mal an, Mann. Du bist 0 zu 2. Oh, jetzt hat er 1 zu 2. Jetzt ist er wahrscheinlich ganz stolz, Mann, Alter. 0 zu 2, ich mach das extra, damit ich dich besser aussehen lasse. Damit du wenigstens ja, gut aussiehst. Ja, weil du so schlecht bist, Alter. Also ich muss nur noch mal rückblickend sagen, das Video von Danny Burnage ist wirklich sehr langweilig. Der Mann erzählt nur Scheiße, versucht mich hier irgendwie übers Spiel zu triggern, was aber auf jeden Fall nicht funktioniert, weil Punkt 1, der Boss regt sich nicht über das Spiel auf und Punkt 2... Bin ich auch einfach besser als der gute Mann gewesen und bin es wahrscheinlich auch immer noch. Das ist der Lobby, Junge. Ich sehe der Lobby gut aus, Alter. Immer. Bin immer der Beste in jeder Lobby, also laber mir nicht voll, Alter. Das heißt random, Mann. Oh, du bist ja ziemlich aggressiver. Ich meine, du kannst ja auch nichts für, dass du so schlecht bist, ne? Nee, ich kann nichts dafür, dass du so schlecht bist. Du wurdest einfach von Gott mit dem Skill segnen gesegnet. Und was du, Alter? Du wurdest von gar nichts gesegnet. Von dem, vielleicht von dem. Was weiß ich, Alter, Schwanzlutschbonus oder so. Ich glaub, dir fallen zu wenig Sprüche an. Überleg dir erstmal eine halbe Stunde noch Sprüche und dann kannst du wiederkommen. Halt deine Fresse, bevor ich dich wegklatsche, okay? Wie willst du mich wegklatschen? Junge, wenn du erstmal mein 44er Bizeps siehst, Junge, rennst du schon weg, okay? Oh, 44er Bizeps? Übrigens, kleiner Funfact, das mit den 44er Bizeps hat natürlich gestimmt. 44 ist schon out. 44 war letztes Jahr, dieses Jahr ist 46. Also ich hab 48. Komm, du trainierst hier mit deinen 10er Bizeps, dass du den Controller überhaupt heben kannst, okay? Also laber mich hier nicht voll, Mann. Was bist du überhaupt, Alter? Suchst du hier irgendwie so Konflikt oder was? Weil du hier nichts kannst, du kannst nicht spielen und suchst hier jemanden, der um aufzupissen oder was? Nein, leider bin ich der Falsche, weil ich der Boss bin, okay? EMP-Doppel-IO, der Boss. Naja, ich wollte eigentlich nur schlechte Spieler suchen und hab dich dann gefunden. Also... Ja, ich mach so Trainingsstunden in Call of Duty, so halbe Stunde. Ja. 1200 Microsoft Points, kannst du vielleicht ein bisschen kommen, dann trainiere ich dich ein bisschen. Gibt's übrigens auch das ein oder andere Video, wo, ich sag mal, der ein oder andere YouTuber damit konfrontiert wurde, dass ich ihn trainiert habe, zum Beispiel Eltrix. Wenn ihr da auch eine Reaktion sehen wollt, schreibt in die Kommentare. Kannst du deinen Freunden sagen, falls du Freunde hast, was ich stark bezweifle bei dir so. Naja, ich habe nur 50.000 Abonnenten, aber leider nicht was so viele. Gar nichts, Junge, ich hab 300.000 Abonnenten, also laber mir nicht voll. Okay, ab jetzt dürft ihr MPU die Nachricht schicken. Okay, MPU. Ich krieg dir auch gleich eine gleich Nachricht. Gleich kriegst also du sehr, sehr viele Nachrichten. Ja, ich krieg dir auch gleich Nachrichten. Also MPU, was würdest du tun, wenn dir jetzt 40.000 Menschen zuschauen würden? Mir schaut gar keiner zu, Alter. Vielleicht dein Team schaut mir zu, oder sonst keiner. Also laber mir nicht voll, Junge. Was willst du überhaupt von mir mit deinem 3 zu 2? Denkst du, dir wärst du gut, oder was? Ein ja, Team, Mann. Übrigens, kleiner Funfact. Ich glaube, mir haben damals vielleicht 10 Leute eine Nachricht geschrieben und ja, hat mich nicht sonderlich gestört. Aber wie gesagt, ich glaube, die halbe Stunde hättest du nicht nutzen sollen, um die paar Sprüche einfallen zu lassen. Weil, naja. Ja, halt dir eine Fresse.
Hast du jetzt hier deinen zwei Freunden gesagt, die sollen mir eine Nachricht schicken? Du bist echt ganz happy auf dich. Wie soll ich denn das sagen? Okay, Leute, ihr könnt ruhig alle ihm eine Nachricht schicken. Da hat wahrscheinlich gemerkt, dass die Leute mir keine Nachricht schreiben, deswegen hat er nochmal alle aufgefordert. Aber ich glaube, es war da trotzdem nicht viel mehr. Ja, ich schicke dir auch gleich eine Nachricht, okay? Und zwar in der Nachricht steht, dass ich dich wegklatsche, weil du so ein Lappen bist. Mann. Echt? Dein scheiß Zehner-Bizeps. Ja, wo hast du jetzt schon drei Freunde gefunden? Aber bist du ein ganz Hammer Hengst, Alter. Sei? Aber mich noch einmal voll, Junge. Halt deine Fresse, Alter. Das werden gleich mehr. Es werden gleich mehr, aber du hast nicht mehr Freunde. Das ist einfach dein Problem, Junge. Habe ich nicht mehr Freunde? Niemand. Nein, du hast nicht mehr Freunde. Ach so. Ja. Okay, Leute, MPO. Ihr könnt ihm richtig viele Nachrichten schicken, wenn ihr wollt. Also richtig viele auch Hater-Nachrichten, meinetwegen. Ist das übrigens der Aufruf zum Mobbing hier vom guten Danny Burnage gegen mich? Finde ich ja relativ schwach. Von Mobbing halte ich ja sehr, sehr wenig, wie ihr wisst. Ganz schwach. I.O. MPO? Ja, hier meine kann es sein, dass du ein ganz schöner Lappen bist? Hier, meine Freunde, ihr könnt hier auch hier Nickers Eis Nachrichten schreiben, auch Hate-Mails, weil es so ein Lappen ist. Okay, meine Freunde, macht jetzt mal bitte, wenn er sich den kleinen Penis hat. Er versucht hier zu kompensieren hier mit seinem komischen Scheißgelaber, aber kann einfach nicht, weil er einfach ein Lappen ist. Ich hab dich gekillt, bist du schlecht. Ich habe auch gerade extra schlecht gespielt. Ich spiele gerade mit einer Hand, also lauf mir nicht voll. Ja, bist du schlecht. Oh, süß. Hast du jetzt hier irgendwie so ein Spam-Bot oder was? Denkst du jetzt ganz stolz? Du bist so schlecht. MPO, darf ich dir sagen? Wie gesagt, ich wusste ja, dass er Videos macht und dass ich wahrscheinlich ein paar Nachrichten bekomme, waren aber trotzdem nicht viele. Deswegen, ja, ich habe ihn einfach ein bisschen hops genommen auch an der Stelle. Sagen, dass du im Livestream bist. Unter 900 Leute schauen dir dazu. Und auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal sind 50.000. Ja, 50.000, ich auch 50.000, Alter. Cash auf der Tasche, Alter. Was ist da los? Die habe ich immer noch am Handgelenk. Okay, Leute, beweist ihnen das, indem ihr viele Nachrichten schickt. Ja, genau. MPO, ich glaube, jetzt weiß jeder, dass du ein Lappen bist. Aber MPO, warte mal kurz. Ich würde dir wirklich empfehlen, dein Gamertag jetzt demnächst zu ändern, weil, naja. Vielleicht, Gamertag muss sich nie ändern, meine Freunde. Ist immer noch derselbe EMPW der Boss. Ihr kennt mich. Macht das dein Gamertag nicht mit, dass du so viele Nachrichten bekommst? EMPW der Boss kriegt keine Nachrichten. Ich sag einfach gleich, ich mach das nicht mehr, Alter. Bist du der Boss? Ich bin auch der Boss, ja. Sehe ich ganz offen zu, ich bin der Boss, ja und? Damit musst du erleben, wenn du so ein Lappen bist, Alter. Okay, ich unterordnen. Ab. Was? Okay, sag jetzt mal hier deinen scheiß Spambot. Was? Okay, MPO, schreib noch mehr Nachrichten, damit er schön, schön vollgespammt wird. Spamm dich gleich voll mit deinem scheiß Spambot. Denkst du, du bist cool, weil du hier sowas programmieren kannst oder was? Tja, ich bin halt der Skiller. Denkst du deine Eltern sind nicht, ne? Gut. Also ich sag mal so, ich schlafe schon fast einmal in dem Video. Das einzige Interessante an dem ganzen Video bin halt wirklich einfach nur ich. Ist halt leider rückblickend so. Aber ich glaube, der gute Danny Burns hat es damals nicht so ganz verstanden. Scheiße, lauf mal, ich quatsch dich weg, Mann. Ja. Was hier? Laber nicht. Naja, das mit den Sprüchen ist heute nicht so gut gelungen, oder? Du so schlecht bist, Alter. Ich mach dir hohes Kaliber, setz dich hier nicht an so einen Lappen aus. Bin ich ein Lappen? Ja, du bist hier der Lappen, ist einfach so. Und was wäre, wenn die 40.000 Menschen zuschauen würden und wir wissen... Wir schauen aber keine Scheiß 40.000 Zuschauer zu, Alter. Ah, ich glaube, das werden sogar 50.000 sein. Ja, 50.000, weißt du, ja. Mir zuschaut, mir schaut du zu, sonst keiner, Alter, ob du scheiß ein Lappen bist. Oh, das ist natürlich eher blöd, wenn ich ein Lappen bin, aber wenn ich ein Lappen bin, ja. Was ja, bist dann du? Ja, ich bin der Boss B-O-Doppel-Z, Alter, E-M-P-Doppel-I-O, der Boss. Ich glaube, du hast irgendwelche falschen Tabletten geschluckt, weil ich glaube, dir kann es nicht so gut gehen. Deine Flasche, dir geht's gleich nicht mehr gut, okay? Tabletten habe ich übrigens damals keine geschluckt, nur Anabolika und das Ganze nur per Spritze initiiert, also stimmt die Aussage auch nicht. Nein, mir geht's. Spambot. Denkst du, das stört mich hier, dass du hier mit deinem Spambot hier mir Nachrichten schickst für mir? Das geht mir so am Sack vorbei. Geht dir das am Sack vorbei? Es gibt mir auch Sackprobe, Alter. Du kannst mir auch mit deinem Spambot 1000 Nachrichten schicken. Denkst du, es juckt mich? Aber wie soll ich den Spambot benutzen? Hast du eigentlich einen Browser zufällig bei dir? Ich habe nicht nur einen Browser, ich habe gleich zwei Browser. Okay, okay. In den Browser oben ein, ja? Junge, du hast eine 1.10er KD und 267, laber mich nicht voll. Was hier, Mann? Gib mal bei der Suche oben beim Browser www. Gib mal ein.
Warte kurz, ja. www. Ja. TV. Was DB? TV, TV. TV. TV, ja. I. I, ja. T. Ja. CH. Ja. Punkt. Ja. TV, ein. Und dann, warte. Und dann Schrägstrich. Was ist dann? Schrägstrich. Nach TV kommt ein Schrägstrich. Okay, warte, ja. DA. Ja. NN. Wie lange braucht der Typ eigentlich hier, um seinen komischen Twitch-Link zu buchstabieren? Wird er mich verarscht oder was? Happy No Name. DANN. Ja, No Name. Y. Ja, BU. BO, ja. BU. Ja, was? R, R. Alter, was? Gib mal R. Ja, NA. Ja, BR. Was jetzt? NA. BURNA. Ja. Ich habe ihn hier übrigens extra verarscht. Ich wusste ja ganz genau, wie sein Twitch-Kanal heißt, wie sein YouTube-Channel heißt. Aber ich wollte ihn einfach nur ein bisschen verarschen. Er sieht auch echt blöd aus, wie er seinen Namen buchstabiert, aber rückblickend gesehen. Ist echt sehr amüsant. BURNGE. Da musste er selber noch mal überlegen, wo er jetzt gestanden war und wie er wahrscheinlich heißt. Sehr belastend, Danny. Sehr, sehr belastend. Und dann noch LIVE. Warte, ich hab mich jetzt verschrieben. Wie war's? Dani. Sag nochmal schnell, Alter. Dani, ja. DANNY. BURNAGE. Ja, ich bin bei Burnage. Ich bin bei Burnage, ja. Und dann noch nach Burnage live dahinter. Ja. Ja. Und jetzt Enter drücken. Ja, hab ich. Und jetzt? Und jetzt hört man das in diesem Livestream. Lappen, Alter. Oh, du hast jetzt 10 Zuschauer. Guck mal unten links, wie viele Zuschauer drin sind. Waren 10 wahrscheinlich. Bei mir steht da gar nichts, weil du kein Scheiß Random. Und wie fühlst du? Jetzt sehe ich dich da, wie du aussiehst, Alter. Solche Leute wie dich. Ja? Ja? Finde ich gut, dass ich mich wenigstens zeigen kann, ne? Ja, ich kann mich auch zeigen, Daddy. Ja, Daddy, ich kann mich auch zeigen. Ich finde mich ja auf einer Skala von 1 bis 10 der Attraktivität. Bin ich auf jeden Fall eine klare 10. Und dich würde ich so auf einer. Ja, ist schwierig. 2 vielleicht? Also, schwierig. Wenn du von mir willst, schick ich dir, dann klatsche ich dich weg. Dann hast du schon Schiss, wenn du mich siehst, Junge. Jeder weiß auch, wie ich damals aussah. Sehr gefährlich vom Hairstyle-Tutorial und sowas. Also, ich war auch damals schon eine große Nummer auf der Street. Deswegen hatte der Mann dann wahrscheinlich auch rückblickend gesehen echt Angst vor mir. Ey, warte, hier, Leute, schaut euch das an. Du, mein Chef, wenn du mich fick dich weg, Alter, du scheiß Figur. Okay, Leute, MPU, ihr könnt hier durch Nachrichten schreiben. Leute, also ich muss sagen, X-Tips, Satyrhafen und MPU. Ey, MPU, ich muss wirklich sagen, du bist einer der Leute, die es wirklich geschafft haben, auf Platz 1 zu kommen, bei den größten Losern. Nee. Platz 1 der größten Bosse, das auf jeden Fall. Aber der größte Loser, Danny, da würde ich eher dich sehen. Denkst jetzt hier so, wow, cool, Alter, ich hab hier ein paar Zuschauer, die mir jetzt so keine, was weiß ich, halt so richtig Lappen, man, die dich anschauen, verstehe ich gar nicht. Wie soll ich Leute, er sagt zu euch, ihr seid Lappen, meine Zuschauer sind also Lappen, ja? Ja, das ist der Grund, weil, wie kann man so Lappen wie dich anschauen, da muss man schon ziemlicher Lappen sein, Alter. Es schaut sich schon an, wie du hier so live machst. Übrigens auch ein taktischer Move war das damals von mir. Ich habe ja dann, ich glaube, einen Tag später oder 2 Tage später meinen eigenen Channel gemacht. Wurde dann auch von den ganzen Danny Burnage-Fans gehatet und habe halt so quasi meine ersten Zuschauer bekommen und wurde dann ja zur damaligen Zeit auch relativ erfolgreich auf YouTube. Also nochmal danke dafür, Danny Burnage und auch Danny Burnage's damalige kleine Fans. Och, Alter, was juckt es mich, Alter? Nur Lappen juckt es. Ah, okay, Leute. Ja, ja gut, Leute, er hat durch Lappen genannt. Ich weiß nicht, was ihr dazu meint, also... Hier MP ist ja im Gegnerteam, EMPIIO. EMPIIO, der Boss. EMPIIO, der Boss, yo, Digga, du bist der Boss. Du bist der Boss, du bist der Boss der Lappen. Einmal, du bist der Boss der Lappen, Alter, laber mir nicht voll, Junge. Na, bist du voll gespammt, Kleiner? Nein, ich bin keine einzige Nachricht. Denkst du hier, die schicken mir Nachrichten, machen sie aber nicht, weil sie keinen Bock auf dich haben, Alter. Ich mach auch gleich Livestream.
Da werden mir 10.000 Leute zuschauen, Alter. Ja, gerne, Leute. Ihr könnt ihn gerne zuschauen. Haben sie dann auch gemacht. Ich würde dich einfach wegklatschen, wenn du irgendwas sagst. Man, also juckt sich eh nicht. Du hast eh Schiss vor mir, also. Natürlich habe ich Schiss vor dir. Ich habe Schiss vor jedem. Hat er recht, wahrscheinlich. Am meisten, weil du ein Lappen bist. Natürlich habe ich Schiss vor dir. Lappen am meisten Schiss vor mir, so Boss wie ich. Natürlich, du bist der Boss. Lass mich sagen, du hörst Kollega. Oder du hörst... Nee, Kollega ist zu niveauvoll für dich. Hm. Ich würde sagen, du hörst Haftbefehl. Auch, ja. Ich höre beide. Natürlich hörst du beide. Ja. Aber ich würde sagen, dass immer noch. Kollega ein bisschen zu niveauvoll für dich ist, oder? Du bist niveauvoll, Alter. Ja, du kommst mir auch nicht gerade so vor, als hättest du irgendwas in deinem Leben erreicht. Ich glaube eher, dass du irgendeinen Sonderschulabschluss hast und naja. Stimmt nicht. Straßenabitur, Alter. Ich zieh jeden ab. Straßenabitur? Oh, Leute. Straßenabitur und auch das normale Abitur übrigens, meine Freunde. Also der Boss ist sehr eloquent und sehr gebildet. Ja, Mann. Ist ja cool. Ist das die Hochschule? Ja, ist auch so. Okay. Ja, das ist Hochschule. Das ist ganz oberste Schule, Junge. Hier wird gezeigt, wie man... Das ist also die Hochschulreife, ja? Die Abzieher, ja, Mann. Okay, Leute. MPU Doppel... wie? EM Doppel... Nee, Quatsch. EMP Doppel IO der Boss. EMP Doppel IO der Boss, Leute. Merkt euch das. Und ja, MPO, dann würde ich mal sagen, dass ich mich jetzt von dir verabschiede. Leute, ihr könnt MPO eine nette Nachricht da lassen. MPO bläst gerne, also wenn ihr... Du bläst gerne, Alter. Du hast eine Junge, bevor ich dich wegklatsche. Du scheiß okay, Schwuchtel, Alter. Du scheiß Schwuchtel, verpiss dich, Alter. Geh mal weg, Mann, du Missgeburt. Ja, okay, MPO, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ey, guck mal, du bist der King, Alter, ohne Witz. Das stimmt. Ja, bin ich auch, der Boss, Junge. Und demnächst kriegst du nicht nur so wenig Nachrichten, sondern ein paar mehr. Ich krieg doch welche Nachrichten, zwar von meiner Faust. Wird, okay, MP, so ich hab dich lieb. Spürt. Ich hab dich lieb. Verpiss dich. Ich hab dich lieb. So, meine Freunde, das war das Video. Da sieht man den mal nochmal. Sehr schwach, wirklich sehr, sehr schwach. Und ja, ich hoffe, die kleine Reaktion hat euch gefallen. Ich hoffe mal, ihr habt Bock auf mehr. Dann wird auch mehr kommen, meine Freunde. Und ich sag mal... Noch ein Zug von der Shisha zum Abschied. Ja, und euer EMP-Doppel-Boss ist Over the Bitches, no homo. Skurr.